So, wenn wir jetzt hier runterrutschen, dann landen wir direkt bei den Achtern, oder? Oh nein, auf der Plattform, okay. So, wo waren die? Irgendwo da hinten, glaube ich. Na, was ist das? Ein Fuchs! Es gibt Füchse! Da ist ein Kaninchen. Wildschwein. Dich hätte ich gerne. Halt lieber das Wildschwein. Warte mal, war es da hinten, ne? Schauen wir mal, ob wir es erwischen. Das ist unrealistisch. Wildschweine greifen einen an. Die hauen nicht ab. Na, wo läufst du lang? Wieder hier runter? Ah. Irgendwie nicht ganz berechenbar gerade. Mist. Ich kann nicht mehr das Schleichen jetzt sparen. Ah, komm da hoch. Erwischt. Reichhaltiges Fleisch. Sehr gut. Ich finde unsere Protagonistin richtig süß. Ich finde sie auch total gut gemacht. Ich finde, sie sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus. Ja, noch freut sie sich. Heißt das, die Füchse ärgern uns irgendwann? Klauen uns vielleicht die erschossenen Kaninchen oder so? Übrigens, ein bisschen off-topic gerade, aber fällt mir gerade dazu ein. Habt ihr mitbekommen, dass aus einem Zoo ein Pinguin geklaut wurde, der anschließend tot aufgefunden wurde? Ich weiß nicht mehr, welcher Zoo es war. Ich habe nur heute gehört, dass der mutmaßliche Täter, nachdem man dachte, es wäre ein Mensch, wahrscheinlich ein Fuchs war. Fällt mir nur gerade bei dem Thema ein. Heidelberg. Ah, okay. Heidelberg. Seid ihr die Großen? Ja, ihr seid die Großen. Ich will den Fuchs mal sehen. Ich will ihn nur mal sehen. Ich werde ihn auch nicht anschießen. Okay, man hat ihn kurz von hinten gesehen. Wow, er kann unter Wasser laufen. Ja, es war ja gar nicht knapp. Also ich würde mich gerne mal an so einem Stufe 8er probieren. Das Problem ist, hier sieht direkt mal drei. Warum liegt da hinten eine tot? Hm.
hier? Ich finde es eher merkwürdig, dass die dafür extra eine Obduktion bei einem Pinguin gemacht haben. Ich glaube, wenn die gewusst hätten, dass das ein Wildtier war, hätten die das nicht gemacht. Die Vermutung war halt, dass das ein Mensch war. Und dann ist es halt ein Verbrechen. Deswegen wurde das, glaube ich, gemacht. Und schlaf gut, Sonnenhexer. Und Haina, guten Abend. Direkt einen Glitchfuchs entdeckt, ja. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Ich bin jetzt, hab mich gerade so ein bisschen ablenken lassen. Ich fürchte, es wird tatsächlich das neue Witcher hier. Ist beides, okay, ne? Neben ist dann hier sowas wie gerade Story-Mission. Nebenmäßig. Aufträge ist dann jetzt hier zum Beispiel dieses Sammle Fleisch. Ich glaube, wir versuchen erstmal die Nebenquest und gucken mal, ob wir auf dem Weg dann vielleicht über Tiere stolpern. So, Quest aktivieren, genau. Hauptquest können wir später immer noch machen. Und dafür müssen wir da hinten hin. Ich kann das. Unsaft reicht noch nicht. Dass Ina und ich es vor dir fertig spielen werden, dann können wir hier weiter schon. Ja, ich hatte gesehen, Ina, du hast, glaube ich, schon zwei Abende, gespielt. Ich konnte halt nicht reingucken, weil, ne, selber spielen. So, Moment, wow, Orientierung, wo muss ich hin? Ich bin komplett falsch gelaufen. Jog mal rüber. Ich glaube, hier waren ja keine großen Viecher. Ich habe schon 15 Stunden oder so. Okay. Weißt du die ungefähre Spielzeit, die das Spiel haben soll? Weil wir haben da eben schon überlegt, aber irgendwie weiß das keiner so genau. Nur mal so eine... War das ein Trotan? Nur so eine Hausnummer nach dem Motto 10 oder 100. Also okay, 10 werden es nicht sein. Du hast schon 15, aber... So, warte mal. Ein Truthahn, in der Tat. Oh, lass mich raten, der ist gerade auch durchs Wasser abgehauen. Oh, Mann. Da ist der Fuchs. Ich möchte ihn von näher sehen. Ich werde ihn aber nicht abschießen. Ich schieße keine Füchse ab. Und er glitscht wieder ins Wasser. Okay, gut. Wir gehen mal hier runter. Vorsichtig, dass wir von den Achtern nicht gesehen werden. Okay. So, wo haben wir hier Viehzeugs? Da ist der Truthahn. Denn die Frage ist, wenn wir den Truthahn jetzt angreifen, werden dadurch die Maschinen aktiviert oder alarmiert? Hm. Ach, guck mal, der markiert auch mehrere Ziele. Oh, wie praktisch. Nur Hauptmission 20 bis 30. Waffelbruch-Mayonnaise. Geiler Name. Vielen Dank fürs Follow. Machst dir gemütlich im Fuchsbau. Vielen, vielen Dank. Also nur Hauptmission 20 bis 30 wohl, und wenn du alle Nebenmissionen machst und eher jemand bist, der sich auch umguckt, deutlich mehr. Okay. Okay, das klingt gut. Ich habe was von 50 Stunden gehört. Okay, das ist ja ein schöner Umfang, finde ich. Wir Füchse sind sicher noch. Oh Gott. So, treibe ich den von hier. Oh Gott, ich sehe den ja nicht mal. Moment, ich wechsle mal ein bisschen die Perspektive. Er erwischt. Und wow. Den erwischt man direkt quasi.
Spinner sind schon deutlich schwerer zu besiegen als Wächter, das glaube ich. Deswegen sind sie auch Stufe 8 und nicht Stufe 3 wie die anderen. Und ja, Füchse sind Hunde. Ich glaube, sie sind sogar Gattung hundeartig. Ich glaube, das heißt sogar so. Knochiges Fleisch. Oh, warte mal. Ich glaube, knochiges Fleisch zählt nicht, oder? Kann das sein? Braucht oft Hilfe, um in der Wildnis überleben zu können. Das Problem ist, dass sie nur spricht, wenn sie zur Urmutter betet. Es lässt sich also nicht leicht herausfinden, was sie möchte. Ah, ich dachte, wir sollen ihr Fleisch besorgen. Wir wissen noch gar nicht, was wir ihr besorgen müssen. Ah, Mist, hätten wir vielleicht erstmal abgeholt. Egal, dann suchen wir halt jetzt erstmal den Bruder. Wie zur Hölle sollen wir da hochkommen? Hier vielleicht? Oh, wie gut. Klappt das überall? Nein, ich glaube nicht. Also sie klettert sehr... Also es sieht echt geil animiert aus. Aber ich fürchte, da kommen wir nicht komplett hoch. Mist. Aber jetzt müssen wir auch irgendwie hier lang. Okay, nee, dann passt das ja. Irgendwie wechselt... Entweder das... Was ist da unten? Nee, das Ziel wechselt nicht, ne? Mich irritiert nur die Anzeige oben auf dieser Linie etwas. Die ist irgendwie nicht so... ganz präzise, habe ich das Gefühl. Fuchs, Säugetier, Vertreter der Familie der Hunde. Genau. Wikipedia for the win. Hi Lodney, guten Abend. Wow, Navi, entscheide ich. Entscheide ich. Es ist definitiv ein bisschen an Witcher angelegt. Was zu... Ja, jetzt ist nämlich das große Gelbe da oben, begib dich zu Broms Lager, aber das andere Gelbe ist da. Erklär mir das mal einer. Oder das hier auf der Karte markiert nur so Wegpunkte auf dem Weg dahin? Okay, hier können wir nachher auch drüber, aber ich glaube, wir folgen jetzt erstmal den Markierungen. Nützlich sein, aber ganz schön bitter. Ja, gut, aber wir müssen unseren Heilbeutel wieder auffüllen nach dem Kampf eben. Wo ist die Markierung hinten? Da. Ich kann eigentlich aufhören zu schleichen, hier ist ja keiner. Ich muss ja sagen, was ich nicht mag, ist, wenn Sprinten quasi auf dem Stick liegt, dass man den Stick runterdrücken muss. Das mag ich nicht, aber das machen unglaublich viele Spiele inzwischen. Das gefällt mir nicht so gut. So, was haben wir hier? Noch ein Truthahn. Das ist sehr gut. Wir sammeln einfach mal Fleisch. Gucken, ob wir es später brauchen. Kannst du bitte stehen bleiben? Danke. Mr. Nimmer sagt Hi. Guten Abend. Oder Moinsen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Oh, Maschinen. Oh, ist das Lager? Ich vermute es. Okay, da läuft gerade ein Wildschwein weg. Wir schleichen mal so ein bisschen auch schon rum. Zählen die hier auch. Okay, wow. Wo ist Gras zählt als Deckung? Wische nicht.
Das halt jetzt eher suboptimal. Oh, da ist noch einer. Ich habe nur den einen gesehen. Ja, nun. Dann halt so. Wo ist der zweite? Das muss Brooms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Oh, sollen wir mal einen lautlosen Kill probieren? Ich glaube, der kam ja hier am Gras entlang. Der ist irgendwo dahinter. Ja, der kommt hier lang. Dann probieren wir das gleich mal aus. Alles klar, unsanft. Eine gute Nacht und schlaf schön. Kommst du jetzt rüber oder nicht? Irgendwie taucht er nicht auf. Warum steht er nur rum? Warte mal, hatten wir nicht... Wie ging das mal mit den Steinen so? Da kommen sie. Ja, das war der Plan. Wow. Wow, ist der aggressiv. Der hat sich festgebackt, kann das sein? Dann so. Blut, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Oh, können wir das etwa auch mit dem Analyse-Dings machen? Lagerfeuer, Kohle, Holz, Asche, kürzlich gelöscht. Okay, können wir das Blut irgendwie... Na. Das bedeutet eigentlich die Batterie vor Lordnys Namen. Das ist ein uraltes Relikt, René. Ein uraltes Relikt. Lordny wird es dir sicher erklären. So, Folge der Blutspur. Ah, guck mal, jetzt haben wir das mit so kleinen Pinüppelchen markiert. Wem gehört dieses Messer? Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Laufe ich jetzt richtig oder? So. Zwergi, guten Abend. Hi. Oh, Vorsicht. Jetzt nicht runterfallen. Ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Wenn jemand das Blut ins Lager gebracht hat, hat Brom vielleicht seinen Tod einfach nur vorgetäuscht?
Wir sehen zwischendurch ja sogar die Konturen und so weiter. Die Maschine hat mich gesehen. Ja, ja, klar, ich weiß. Ich sehe nur ihr Auge nicht. Wo bist du da? Oh ja, komm. Jetzt habe ich drei am Arsch. Schön. Kümmern wir uns mal um. Wow. Okay. Wow, was auch immer das ist. Die letzte. Waren es nicht drei? Okay. Wir haben ein Wächterherz erhalten. Das war, glaube ich, selten. Könntest du die auch holen? Lauten, ich glaube, das geht nicht mehr, oder? War das nicht so, dass es inzwischen deaktiviert ist wegen Amazon Prime oder so? Das Spurenfolge ist ja quasi 1 zu 1 Switcher. Es erinnert sehr dran, ja. Man kann sich aber auch schlechtere Spiele aussuchen, um Spielideen abzugucken, finde ich. Definitiv. Von daher passt das. Ach, den haben wir schon erwischt, oder was? Oh, dann habe ich einen unfallmäßig getötet, ohne es zu merken. Wahrscheinlich, als wir in diesem Stun-Modus waren. Harlequin, hi. Ja, du hast den Anfang verpasst. Korrekt. Aber mit Amazon Prime kannst du dir das Turbo-Abzeichen gönnen. Ich verstehe. Du kannst switchen, wie du lustig bist. Ich verstehe. Ach, wie witzig. Ich dachte, das gibt's nicht mehr. Ich dachte, das haben jetzt nur noch die, die quasi nicht Turbo gekündigt haben, um auf Prime zu wechseln. Hab ich ja gemacht. Ich wollte halt nicht doppelt zahlen. Für das Gleiche. Mist, da war ein Schweinchen und wir waren zu laut. Wow, wie weit führt denn die Spur bitte weg? Ich mach mal ein Schrittchen schneller. Das ist verrückt. Oh. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Den Spuren. Das war auch mein Verdacht eben, ne? Nachdem wir den Eimer schon gefunden haben. Was haben diese Plünderer denn da? Eine Leiche? Stufe 6. Oh Gott, ihr seid Stufe 8. Wow, wir machen fast keinen Schaden bei denen. Oh-oh. Wow, Vorsicht. Erwischt. Ah, komm schon, triff. Ja, läuft. Läuft tatsächlich. Waffenmodifikation erhalten, sehr schön. War wohl mal ein Wächter.
Wem auch immer ich... Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Hauptsache die Capture Card läuft. Ja, wunderbar. Wir haben keinerlei Probleme bisher. Irgendwer ist hier noch, da hinten. Aber ich dachte, ich hätte einen vergessen zu plündern, da oben. Ich will jetzt echt keinen Unmut stiften, aber bin ich der Einzige mit so kleinen Lecks zwischendurch. Das liegt dann, wenn, an Twitch. Also ich habe alle Einstellungen wie immer und bei mir ist die CPU und Grafikkartenauslastung extrem niedrig, einfach weil es über die Capture Card läuft und nicht über den PC. Deswegen, wenn es heute leckt, weil Freitag vermutlich, Twitch halt. Wir machen fast keinen Schaden, ohne Damage zu nehmen, umgehauen, weil die ist einfach spannend. Es tut mir leid. Kann ich allzu viel zuschauen, wenn mich nicht zu sehr spoilern? Kann ich verstehen. Kann ich sehr verstehen. So, ich wollte irgendwas nachschauen. Ach ja, genau. Ich wollte neue Pfeile machen. Müssten eigentlich alles dafür haben. Okay, das haben wir schon mal. Haben wir dafür was? Dafür fehlt uns noch irgendwas. Ich weiß nicht, was das für ein Symbol ist. Okay. Ich bin mehr als bereit für dich. Vom erwischt. Und irgendwen haben wir alarmiert. Ah, es läuft mit dem Bogen. Gefällt mir sehr. Wo war der andere da? Oh, der hat was Seltenes. Oh, gut, gut, gut. Ach ja, da war ja was. Wir sollten ja einer Spur folgen, ne? Ups. Warum wird die Distanz größer, wenn ich darauf zulaufe? Ich verstehe es nicht. So, hier ist die Spur. Und in welche Richtung müssen wir ihr folgen? Weiß keiner. Ich laufe einfach mal los. Vermutlich laufe ich gerade in die falsche Richtung. Warte, wie rum stehst du? Du stehst so rum, das heißt, wir müssen der Spur in die Richtung folgen. Okay. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Und jetzt untersuche das Vorratslager. Na? Ah, komm schon. Brom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Weil er abhauen will wahrscheinlich, oder? Folge den Spuren. Okay. Das heißt wieder runter. Die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Merkwürdig. Was ist hier los? Watcher, Double Kill. Ja, Bogen funktioniert tatsächlich sehr gut in dem Spiel. Mit Zielen und so weiter. Ich schwör's.